Sie sagen, es hätte diesen Rückschlag gegeben, es hätte sie sehr überrascht, dass es dazu gekommen ist. Wie geht die Mannschaft selber damit um? Weil, also wir alle hier fast sind in den letzten Jahren bei jeder PK gewesen und drehen uns da so ein bisschen im Kreis. Da saßen auch Vorgänger von Ihnen, damit meine ich nicht nur Edin, sondern noch weiter in der Vergangenheit. Eigentlich in den gleichen Situationen, mit den gleichen Spielen, mit teilweise ähnlichen Spielern. Ich finde, es liegt, also aus meiner Perspektive liegt es nicht an der Qualität des Kaders, sondern es muss dann eben an der Qualität der, ich sage es offen nochmal, Mentalität liegen, an der Einstellung liegen. Wie empfinden Sie da die Spieler und wie empfinden Sie da auch die Reaktion der Spieler auf dieses Spiel? War die anders als nach einer anderen Niederlage? Ich meine, so viele Spieler haben sie noch nicht verloren mit Ihnen, gebe ich zu. Aber haben Sie da schon etwas gespürt, dass vielleicht auch die Spieler, die das schon mal miterlebt haben, in dem Moment vielleicht so ein bisschen aufgewacht sind und gesagt haben, oh, okay, Leute, das nimmt hier eine Dynamik an, die hatten wir schon mal, die wollen wir nicht mehr. Jetzt muss ich. Ich habe eine sehr selbstkritische Reaktion gesehen, sofort auch in der Kabine in Stuttgart von den Spielern, was auch absolut notwendig ist. Und wir sitzen alle in demselben Boot. Also es wäre fatal, dass ich jetzt als Trainer sage, okay, die Jungs haben irgendwie ein Mentalitätsproblem oder das haben die nicht gut gemacht, das war falsch. Sondern wir machen alles zusammen, wir verlieren zusammen, wir gewinnen zusammen. Aber in dem Prozess, in der Verarbeitung ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man Spieler hat, dass man eine Mannschaft hat, dass man einen Kern hat, der sehr selbstkritisch damit umgeht, der weiß, was richtig war, was falsch war oder was besser gemacht werden muss. Und das Gefühl hatte ich, muss ich ehrlich sagen, aber nur mit Reden werden wir nicht erfolgreich sein. Ich kann hier auch alles erklären auf der PK, aber wir müssen, die Wahrheit liegt immer auf dem Platz, immer auf dem Platz und da müssen wir unsere Antworten geben, da auch zeigen, dass wir uns entwickeln und die Zeit, ich weiß, wie es ist, dass es sehr, sehr schnell gehen kann, aber jetzt sind wir alle in der Pflicht und das ist unsere Aufgabe, deswegen haben wir den Job, deswegen sind die Jungs auch Spieler von Borussia Dortmund, um den Ansprüchen auch gerecht zu werden, die dieser Verein einfach hat. Und daran lassen wir uns messen und daran müssen auch unsere Jungs sich messen lassen. Aber das Gefühl habe ich und das Spiel gegen Stuttgart haben wir verarbeitet, unsere Lehren daraus hoffentlich gezogen und dann geht es jetzt weiter.